Ein Fernsehbeitrag löst eine Staatsaffäre aus. Glauben Sie, Böhmermann hat mit so einer Kettenreaktion gerechnet? Also da müsste man schon tief in ihm drinstecken. Das kann ich mir eigentlich so nicht vorstellen. Ich glaube, der war einfach ein Überzeugungstäter im Sinne von, die Satire darf alles, die muss an die Grenzen gehen und so weiter. Ne? Und er hat das so weit ausgeschöpft, wie es vielleicht ein bisschen zu weit war und dann nicht mehr gegangen ist. Wobei ich natürlich sagen muss, wir sind da alle absolut auf seiner Seite. Jeder muss ganz persönlich die Grenze zu der Satire ziehen, die er selber verantworten kann. Das ist bei allen anders. Also ich habe meine lange Erfahrung mit der Zeitschrift Mad, die mal so eine Kultzeitschrift war unter den Teenagern oder den Spätpubertierenden in Deutschland. Und ich weiß, dass wir da auch unsere Probleme hatten. Da gab es mal eine richtige, fast so was wie eine Klageschrift von Bayern aus, ich glaube vom Familienministerium war das. Wir hatten da irgendwo ein harmloses Bildchen, wo wilde Leute auf eine Oma da den Knüppel erheben. Und daraus haben die abgeleitet, das wäre verrohend und das würde also die Jugend die verstören. Und die wollten dann versuchen, uns zu indizieren, was also bedeutet, dass man nicht mehr im Straßenverkauf zugelassen ist und gilt dann als jugendgefährdend. Ne? Wir haben dann auf unsere Art reagiert damals und haben einfach Bayern den Krieg erklärt, in dem Sinne, dass mit einer großen Aufmachung. Und unsere Erklärung war dann so, ne, also ein Krieg, falls ihr das nicht wisst in Bayern, das ist wie eine Wirtshausrauferei, nur mit Waffen, ne, und ein bisschen größer und so weiter. Und irgendwie haben die dann auch stillschweigend das Argument zurückgezogen und da kam auch nichts mehr danach. Aber ich habe schon angedeutet, es kommt darauf an, auf den Stachel, den man setzt bei so einer Satire. Und es gibt ja auch Stacheln, die haben einen Widerhaken und dann entzündet sich das Ganze und dann wird Gewebe rausgerissen und dies und das. Ne? Und ich nehme mit Sicherheit an, dass das so im Fall Böhmermann war. Der ist, ich würde nie sagen, einen Schritt zu weit gegangen. Er hat einfach unsere Freiheit, unser Rechtssystem voll ausgeschöpft. Aber andererseits hat er mit jemandem zu tun wie Erdogan, der ja, eigentlich zum Humor ganz tief in den Atomschutzbunker von seinem Ballast gehen muss, ne, um da zu lachen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dort irgendwo auch nur den Anschein der Akzeptabilität hat und ist, ja, ich würde auch nicht einmal sagen, ist dumm gelaufen. Es ist einfach gelaufen. Und wir alle erwarten eigentlich, dass das mit dem deutschen Rechtsverständnis nicht verträglich ist, dass man ihn irgendwie wirklich bestraft. Also Haft kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich könnte mir eine Geldbuße eventuell vorstellen, damit der Anschein gewahrt ist. Aber da gibt es zu viele Fans, die dann spenden wollen, würde ich auch tun. Können Sie was mit dem Bild des Zauberlehrlings anfangen im Zusammenhang mit Böhmermann? Ja, das ist ein schönes Beispiel aus der Musik. Wenn der Zauberlehrling, wenn der Hexenmeister nicht mehr das Codewort zur Entzauberung kennt und wie dann die Gesellen eine Überschwemmung daraus machen, die dann immer größer, massiver wird und so. Ne? Also das kann schon so sein, dass der Fall Böhmermann sozusagen über die Ufer getreten ist und mit allen möglichen Folgen, die nun mal eine Tsunami oder überhaupt eine Verschwemmung, mir wird es ja reichen, wenn mein Keller überschwemmt ist, dann ziehe ich ja eh schon aus oder muss das Haus abreißen. Oder wenn hier hinten die Tanne, die darauf wartet, dass sie eines Tages da auf mich fällt. Ne? Aber ich werde hier sitzen und werde bleiben, weil dann ist halt meine Stunde gekommen. Ne? Komm ruhig, Tanne. Sehen Sie? Gehört das zum Satiriker, dass man dann auch bleibt? Könnte sein, dass ich kurz vorher da nochmal rausrenne oder irgendwo anders hin. Nein, eigentlich gehört es dazu. Also es gehört dazu, dass man standfest bleibt. Ne?
Das muss eigentlich sein. Also das war, wenn ich nochmal auf Matt verweisen darf, das war auch damals unsere Haltung. Also da hätten wir wirklich, gut, das war im Vergleich dazu sehr harmlos. Man hatte lange, lange nicht diese Dimension, aber da gibt es kein Nachgeben, das geht nicht. Ne? Haben sich denn die Grenzen der Satire oder die Grenzen zwischen Schmähkritik und Satire seit Mad verschoben? Mit Sicherheit. Insofern, da muss ich mich auch nochmal wiederholen, ne, als jeder seinen eigenen Maßstab setzen muss. Also ich selber gehöre zu denen, die dann irgendwie, ich glaube, das ist eine genetische Wurzel von mir als Österreicher, wo man immer so tut, als wäre man höflich, ne, dass man da irgendwie im letzten Moment sich ein bisschen bremst und zurückhält und sagt, naja, es war ja nicht so gemeint, ne, schon gut, dann lass uns das und so weiter. Das ist in so einem Fall natürlich nicht möglich und also den Stachel, den er gesetzt hat, den muss er ertragen. Aber wir gehen alle eigentlich davon aus, dass das nichts ist, was ihn irgendwie an Leib und Leben gefährdet, bedroht oder sonst was. Außer die schicken irgendwie Erdogans persönlichen Bodyguard und erwürgen ihn oder weiß Gott. Ne? Ja. Wie war denn Ihre allererste Reaktion, als Sie von dem Gedicht erfahren haben? Ja, auch wieder österreichisch, ne? Da schaust du aber mal her, ne? Was der sich traut. Weil das schon eine sehr, sehr außergewöhnliche Freiheit war, die er sich genommen hat, im Bewusstsein mit den Folgen. Ne? Das ist ja auch das Schöne dran, ne? Dass er die ganze Zeit sagt, das dürft ihr nicht anschauen, auf gar keinen Fall, hier wird nicht hingeschaut, ne? Weg da und alles das. Ne? Und dann macht man es eben trotzdem. Und das ist natürlich ein Vehikel, das schon sehr genial ist. Ne? Dass man sagt, nicht gucken, aber ich zeige es euch mal, ne? Zur Abschreckung. Als Kollege wäre man da gern selbst drauf gekommen oder wie reagiert man als Kollege? Ja, also Neid liegt mir fern, da hilft mir auch schon das hohe Alter. Das ist irgendwie, vielleicht wäre ich im Alter von Böhmermann irgendwo ein bisschen neidisch und eifersüchtig gewesen. Mensch, der traut sich was ich mir nicht traue oder so. Ne? Aber das ist ein Thema, das für mich da so nicht mehr zutrifft. Ne? Ich könnte jetzt noch mal einen kleinen Bogen zu Schmiteinander machen, weil ja immerhin der Böhmermann einer der Autoren war, einer wirklich der vielen Ideengeber und so weiter, die der Harald Schmidt damals in unserer Sendung hatte. Und vor allem aber, also Böhmermann war zur Zeit, als wir unsere Sendung schon fertig hatten, abgedreht hatten, das war dann in der Zeit danach, als er bei den Privaten seine Talkshows hatte. Da war natürlich das Grenzgängertum immer sehr gebremst. Dafür sorgte Schmidt schon selber. Also er hatte irgendwo immer so kleine Schwellen, die man nicht überschreiten darf. Da ging es mal einmal um die Kirche, was uns alle immer sehr gewundert hat. Aber da ging es auch um Kleinigkeiten, die manchmal so gar nicht verständlich waren. Ich erinnere mich mal an eine für uns harmlos lustige Szene. Da ging es ums Wichsen. Und die war so gesetzt, dass wir Schuhe polieren. Aber es fing so im Off an, dass also, wenn die Kamera so langsam hochzog, ne, dass da alle da saßen und so Bewegungen machen, ganz heftig. Ne? Und die hat der Schmidt dann rausgeschmissen. Das habe ich mich gewundert, da habe ich mich sehr gewundert, weil ich dachte, das ist eigentlich lustig, harmlos und zeitnah. Gut, das waren die 90er Jahre, ne? Vielleicht war man da noch irgendwo ein bisschen zurückhaltend oder so, aber das hat er dann auch nicht akzeptiert. Braucht man solche Grenzen als Satiriker? Kann ich nur noch mal sagen, kann man nur für sich selber entscheiden. Aber ich selber habe sie mir auch auferlegt irgendwo. Ich will eigentlich nicht wirklich wehtun. Aber auch das ist so eine knifflige Geschichte. Manchmal muss man es einfach
Und im Fall von Böhmermann, da war das das Mittel zum Zweck, da gab es eine andere Möglichkeit, gab es ja gar nicht. Ne? Das konnte man nur so auflösen. Aber die Art, wie er es gemacht hat, finde ich nach wie vor wirklich absolut genial. Also dafür allein schon, da könnte ich ihm tatsächlich neidisch sein. Was war das, was Böhmermann gemacht hat? Er hat etwas gemacht, was er gesagt hat, dass es nicht gibt, von vornherein. Ne? Das würden wir nie tun. Das dürft ihr auf gar keinen Fall anschauen. Und dann macht man es. Also das ist eine Version, die schon eine große Genialität in sich hat. Ne? Also darauf muss man erst mal kommen. In Ihren Worten, was hat denn Satire bewirkt oder die Satire von Böhmermann? Einmal eine ganz wichtige Auseinandersetzung um die Qualität unseres Grundrechts, des Grundgesetzes, das Recht auf die Meinungsfreiheit. Ne? Und das ist nun, glaube ich, schon eines der wichtigsten Güter, die wir überhaupt haben. Das hat er so vorgesetzt, dass man um eine Debatte gar nicht rumkommt. Also da muss man sich einfach bekennen. Ist das tatsächlich ein Grenzwert, der zulässig sein muss, oder muss man da irgendwo nachgeben? Und dafür hat er schon irgendwo sowas wie seine eigene Statue errichtet. Ich bin ja neugierig, was das noch für Folgen hat, ob es da, ob die Türken noch seine Auslieferung verlangen oder so etwas, ne? Oder ob dann das Auspeitschen wieder nach dem Scharia-Recht eingeführt wird, ich weiß es nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall sein wird und Auslieferung schon gar nicht. Was haben Sie als alter Meister der Satire denn für Erfahrungen mit den Grenzen der Satire gemacht? Mad als Magazin für eigentlich Pubertierende oder Spätpubertierende hatte die Problematik bei weitem nicht. Ne? Wir haben ja eine andere Strategie verfolgt. Also ich habe ja behauptet, Mad ist nicht irgendwie ein verrücktes Magazin, wie das früher mal hieß, die verrückteste Zeitschrift der Welt, sondern einfach das Vernünftigste, weil wir nicht Moral predigen. Ich habe da auch mein Problem mit der Satire, also mit der Kabarett-Satire zum Beispiel, mit der Szene, die uns eigentlich immer nur das sagen, was die alle schon wissen, die im Publikum sitzen, die da hingehen, um sich irgendwo bestätigt zu fühlen. Das war mir eigentlich immer ein bisschen zu wenig. Und mit Malt haben wir gesagt, Leute, die Welt ist doof, aber selber ist man unter Umständen noch viel doofer. Und wenn man das ins Bewusstsein zieht, ne, sieht man vielleicht die Dinge kritischer. Und die Selbstkritik ist ja nun auch ein ganz wichtiges Element in der Satire. Aber die kann man natürlich auch dazu benutzen, um sich zu verstecken. Das ist mir durchaus klar. Das haben wir bei Mad nicht gemacht. Wir haben damals eine wunderbare Narrenfreiheit ausgeschöpft. Ne? Wenn ich gerade Narrenfreiheit sage, es gibt ja auch immer sowas wie den Hofnarren. Und in der Hofnarrenrolle, die war ja immer sehr wichtig in der Gesellschaft früher, ne? Da durfte einer, der halt dann als Narr sich bekannte, sogar dem König widersprechen und die tollsten Sachen erzählen und beschimpfen und sonst was machen und Albernheiten treiben, die sonst niemals in einem Hof geduldet worden wären. Das war eigentlich auch so ein bisschen meine Interpretation, wie wir die Zeitschrift Mad gemacht haben. Ne? Also ein Hofnarr, der sich alles erlaubt, aber die Grenzen höchstens aus sich selber kommen. Ist das die Rolle, die Satire heute hat? Der Anspruch ist schon größer. Ich verweise auf meine Kollegen und Kolleginnen von der Titanic, die ja da auch sehr, sehr aggressiv vorgehen und für die es kein Tabu gibt und die es wirklich gerne und von Herzen brechen, die halt leider nicht so meinungsstark, auflagenstark sind, um eine wirklich wichtige Rolle der Satire zu spielen. Aber erinnern wir uns an Charlie Hebdo in
Frankreich und die Krisen, die das damals ausgelöst hat, ne, das waren natürlich auch Herausforderungen, mit denen Leute, die Bretter vor dem Kopf haben, nicht fertig werden können und die dann natürlich gegen aufmarschieren und mit zu Waffen greifen und sonst was machen. Also von der Problematik sind wir eigentlich immer weit entfernt, also bei MAD auf alle Fälle, weit entfernt geblieben. Das Thema hatten wir nicht. Nochmal zurück zu Böhmermann und seinem Gedicht. Hat sich durch das Gedicht oder wird sich durch das Gedicht die Grenze zwischen Schmähkritik und Satire verschieben? Es kann natürlich einen Nachfolgeeffekt haben, insofern als dann die Leute sagen, da muss man, jetzt sind wir so weit gegangen, jetzt müssen wir eigentlich noch einen Schritt weiter gehen. Wie der aussehen könnte, da wäre ich überfragt. Aber einen draufsetzen, nachhaken, nochmal zuschlagen, also da habe ich auch schon meinen persönlichen Konflikt damit, dass man jemanden, der am Boden liegt, nicht nur mal tritt, aber in der Satire ist es vielleicht nötig. Und ich bin neugierig, was für Folgen das hat, ne? Ob da nochmal ein Schlenker kommt. Ich kann mir vorstellen, dass man schon ganz schön genial sein muss, wenn man da noch einen findet, aber vielleicht dem Böhmermann würde ich es zutrauen. Muss das sein? Soll das sein? Wie sehen Sie das? Ich muss mich immer ganz, ganz schwer dagegen wehren, als Schiedsrichter für irgendwas zu gelten. Da ist mein Selbstwertgefühl nicht groß genug. Also ich würde nicht sagen, dass ich imstande wäre, da irgendwelche Maßstäbe zu setzen. Nein, das ist die Entscheidung. Warten drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so versandet bei Böhmermann. Schon gar nicht. Ne? Das heißt, es gibt auch keine Grenze für Satire. Jeder muss sich selber setzen. Also es darf keine geben. Wo wäre sonst unser Recht auf Meinungsfreiheit, wenn es willkürliche Grenzen gäbe? Ne? Ich versuche mich nochmal zu erinnern, wie das damals in der Schmiedeinander Zeit, wo wir auch unglaublich viel gestritten, gekämpft haben und ja, das Angenehme war, dass bei Harald Schmidt irgendwo sich die Grenzen verwischt haben, weil er sehr oft keine Lust hatte zu irgendwas. Ne? Er hatte auch manchmal willkürlich irgendwie sich mit Mitarbeitern angelegt und wollte von einem Tag zum anderen nicht mehr, dass die da noch mitmachen dürfen und so weiter. Aber das hat dazu geführt, dass eine Autonomie entstanden ist und wir hatten einen wunderbaren Redakteur, der alles möglich gemacht hat. Ne? Wir hatten ja sogar die Tiger von Siegfried und Roy damals mitten in der Sendung gehabt, ne? Die auch, wir hatten alle erwartet, dass mindestens ein Redakteur dabei gefressen wird, aber es ist alles gut verlaufen, still und zahm und so weiter. Und wir konnten uns dadurch die kühnsten Sachen erlauben, aber immer mit in dem Hintergrund, ne, dass der Chef dann letzten Endes sagt, hier ist ein Tabubereich, das will ich nicht, das machen wir nicht. Und das ist nun mal das Privileg von Chefs, dass sie sagen, na, so nicht. Ne? Lag da die Grenze anders? Wie unterscheidet sich das, was Böhmermann gemacht hat und das, was Schmidt gemacht hat oder was Sie gemeinsam gemacht haben? Zwischen Böhmermann und Schmidt steht natürlich da ein Anspruch auf Radikalität, die es bei uns so niemals gegeben hätte. Böhmermann ist jemand, der bewegliche Grenzen hat. Ne? Also ich glaube, er hat mehrere Widerhaken. Die können sich an verschiedenen Stellen vielleicht auch ans Bein hängen oder an die Ohrmuschel oder wo immer. Und dadurch verschiebt sich auch sein Ansatz. Dadurch wird er auch so wunderbar unberechenbar wie jetzt, als er dazugeschlagen hat. Unberechenbar auch für ihn anscheinend. Jetzt war er nicht beim Grimme-Preis dabei, ist auch nicht zu Anne Will in die Talkshow gekommen. Man hat den Eindruck, als würde ihm das alles über den Kopf wachsen, oder? Das glaube ich nicht. Das glaube ich mit Sicherheit nicht. Ich glaube, das ist einfach das Privileg, dass man sich nicht wichtiger macht, als man es schon ist. Also das ist so eine Art, ich nenne es mal, gespielte Bescheidenheit. Ich kenne das ganz gut, das ist auch ein bisschen Koketterie dabei. Ne?
ich habe jetzt mein Ding gemacht, jetzt lasse ich es wirken. Der Stachel ist gesetzt, die Entzündung, die ist rot und deutlich zu sehen. Und was soll ich jetzt noch machen? Wenn ich jetzt noch irgendwo in eine Talkshow gehe, dann bin ich gezwungen, dasselbe nochmal zu sagen oder was Ähnliches oder was zu bestätigen und meine Meinung dazu abgegeben. Ich glaube, das Geniale im Augenblick ist an ihm, dass er dazu gar keine Meinung hat. Ne? Das steht, das Gespür wuchert und vielleicht kann man mit seiner Hilfe dann irgendwo ein Krebsmittel finden, das gegen Geschwüre dieser Art, die man selber setzt, dann hilft. Ne? Also Sie haben nicht den Eindruck, dass er die Geister, die er rief, nicht mehr los wird? Nein, 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 nein. Der beherrscht seine eigenen Geister und ich glaube, er hat ja gut im Zaum. Ne? Also ich kenne so ein bisschen sein Team. Ich liebe auch, oder ich mochte damals, war ja nur einmal in seiner Sendung, ich mochte das Chaos, das ihn umgibt. Wenn man hinkam, war man plötzlich mitten in der Sendung und hat gar nicht mitgekriegt, dass da Vorgespräche und so, das gab es alles gar nicht. Ne? Das ist eine Eigendynamik, er lässt das laufen und seine Stärke ist natürlich da, seine Schlagfertigkeit, sein Improvisationstalent, das geht da sehr schnell und so. Da braucht man nicht irgendwas sich erarbeiten und schon gar nicht überlegen, wer wo steht und wie er sich hinsetzt oder sowas. Ne? Aber es läuft. Was lehrt uns denn der Fall für die Zunft, für die Zunft der Satire? Ich wünschte, ich könnte hier meine hellseherischen Fähigkeiten einsetzen. Was es uns für die Zukunft der Satire lehrt, ist einfach, Grenzen sind beweglich, müssen beweglich sein. Und wer sich dazu berufen fühlt, wird sie immer wieder neu umstoßen, verschieben und neu irgendwo hinsetzen. Wer immer das kann. Ne? Es gibt ja noch sicher eine ganze Menge Leute, die auf die Gelegenheit warten, Grenzen zu setzen. Ja. Für den Fall, dass die Bundesregierung jetzt tatsächlich ihr Go für die Ermittlungen gibt, was bedeutet das? Kommt sehr darauf an, in welche Richtung die Ermittlungen der Bundesregierung schreiten könnten. Also für mich ist es absolut unvorstellbar, dass irgendetwas an der Gesetzgebung zugunsten der Meinungsfreiheit auch nur im geringsten verändert wird. Es wird ein ziemlich zähes Gelaber rauskommen, nehme ich mal an. Wo man das sagt und jenes sagt und eigentlich immer wartet, dass das Ganze so sich ein bisschen in Dunst auflöst und wegwabert. Ne? Sie sagten eben, das wird wahrscheinlich so ein Gelaber bleiben in der Bundesregierung, wenn es um die Anzeige von Erdogan geht. Aber jetzt hat er ja selbst Anzeige erstattet. Gestern Abend kam das, glaube ich. Das ist richtig, ja, ja. Es muss ja ein Antrag seitens der geschmähten Person erfolgen, damit man überhaupt das auf öffentlichen Wege bereinigen kann. Das ist inzwischen so gelaufen, aber ich gehe davon aus, dass sich das Ganze in Dunst auflöst, indem man versucht, das so lange hin und her zu schieben, bis nur noch Nebelschwaden davon übrig sind. Also dafür ist auch die Bundesregierung sehr gut, ne? Nebelschwaden zu setzen und Verantwortungen rumzuschieben und so weiter. Also ich glaube mal zu meinen, dass das in vielleicht 2 Monaten schon kein Thema mehr ist und dass man bis dahin ausgestanden hat. Ja, wahrscheinlich. Ist Ihnen sowas mal passiert, dass jemand Anzeige gegen Sie erstattet hat, wegen Ihrer Satire? Lustigerweise, ja, das war mal, erinnere ich mich, wir hatten mal, das war tatsächlich eine Sache, die hätte ich jetzt ganz vergessen, das war tatsächlich bei Mad mal der Fall, da hatten wir eine Telefonnummer, irgendwo eine willkürliche, ins Heft gesetzt und das war aber offenbar eine echte Telefonnummer. Und dann bekam ich eine Anzeige wegen Körperverletzung, weil jemand ständig angerufen wurde. Und als das herauskam, dass das irgendwie, stand ja doch im Mail und so weiter, und da wurden die halt sehr belästigt. Aber ich bin weder zum Tode verurteilt noch sonst irgendwie
tiefer gedemütigt worden, das hat sich auch irgendwo in nichts aufgelöst. Ich denke so an die generelle Bedeutung von Satire. Erfüllt die einen Zweck oder ist sie nur Belustigung? Da müssen wir jetzt ganz tief zurückgehen, bis zur alten griechischen Tragödie und Komödie. Die okay, dann lassen wir es beim Fernsehen. Ich gehe dann gleich auf und prahle mit meinem enormen, profunden Wissen. Ne? Das gerne. Das geht dann meist zurück von... Nein. Wir bleiben beim Fernsehen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen richtiger. Die Zukunft einschätzen oder die Veränderungen, die es bewirkt hat, oder schon bis jetzt bewirkt hat. Also wenn ich sowas wie ein Abschlussstatement setzen sollte, würde ich sagen, da hat wieder einmal jemand ganz genial die Grenzen verschoben. Und jetzt müssen wir auf den Nächsten warten, dem das nochmal gelingt. Ja? Das ist ein gutes Statement, gutes Schlussstatement. Naja, ich dachte mir so irgendwie. Ja. Der alte Fernsehprofi. Man muss ja irgendwie, dass man da endlich wieder rauskommt, da von dem Gelaber. Ne? Ja. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ne? Ich würde jetzt gerne irgendwie einen Kaffee oder sowas anbieten. Kann jemand von euch Kaffee machen?